Ja gut, also zwei Tage vorher fliegen hinter uns. Wir hatten dieses Jahr einige Turbulenzen mit Stromausfall in den haben wir alles überlebt, haben ein tolles Turnier gesehen, denke ich, über zwei Tage. Stellvertretend stehen jetzt hier 5 Mannschaften, von uns dann 22. Stellvertretend, denke ich, haben wir alle mal Applaus verdient. Ja, ich habe so ein bisschen Gänsehaut gerade, weil wir haben 4 Top-Teams, wenn man deutschlandweit so guckt, die bei uns jetzt die letzten 4 Plätze belegt haben, oder die ersten 4, besser gesagt. Bevor wir dazu aber kommen, möchten wir jetzt 2 Spieler. Das erste war bei uns eher. Wir haben diesmal gesagt, okay, wir machen das mal auch so wie andere Vereine auch. Den besten Spieler und den besten Torwart. Der beste Spieler ist der letzte Weiter. Und bis der Torwart, der junge Mann aus Oho, Stefan Lindberg. Aber ich nicht. Das war's, jetzt kommen wir zur Mannschaft. Pokal könnte ruhig nachfallen, ne? Ja, auf Platz 4 erstmalig bei uns dabei. FC Schalke 04, wir sagen herzlichen Dank. Tolles Turnier gespielt auf Platz 4. Gibt natürlich auch einen Pokal. Ja, die Lüge aus Schalke wollen wir sagen, aber darf ich immer mal sagen, ich kriege auch heute, dass jeder Spieler alle rumkommt. Okay? Ich gebe ab. Ja, warte mal, Schalke. Blau-Weiß ist okay, aber der Verein, na gut, alles gut. Ja, Ruhm ist in Ordnung, ist okay, steht drüber. Aus der Hauptstadt auf Platz 3, zum zweiten Mal dabei. Letztes Jahr auch schon die weite Fahrt auf sich genommen. Finde ich auch ganz klasse, dass er wiedergekommen sei, der DSC. Wir machen aber noch Strophen, die wir hier haben. Freunde aus Bochum, ich habe eben mit meinen Coaches da vorne ein bisschen gefachsimpelt. Es war die Meinung, heute sind wir mal dran. Es hat wieder nicht gereicht, wieder an Mainz gescheitert. Zum öfteren Mal habe ich jetzt schon erfahren. Nichtsdestotrotz denke ich auch über die 2 Tage. Tolles Turnier, tolles Spiel gezeigt auf Platz 2 VfL Bochum. Ich gebe dir einen. Historie dieses Turnier, zum zweiten Mal im Start, zum zweiten Mal gewonnen, aus dem schönen Rhein-Hessen, der FSV Mainz 05. Bei dem ich einen Applaus. Applaus.
Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Nicht so früh, ruhig bleiben. Alles ist so, das geht nicht vorbei. Und dafür möchtest du auch noch was sagen, natürlich. So, eine Truppe später noch, das ist unser eigenes Team. Die haben wir jetzt noch mit dazu geholt, weil die jetzt auch noch auf dem Platz waren. Kriegt auch noch jeder eine Urkunde, hat auch toll gespielt für die zwei Tage. Drei Tore oder vier Tore geschossen. Ganz hervorragend. Und abschließend möchte ich meine kleine Rede, dann kann ich auch wirklich los.